Aber ich denke, wir starten jetzt. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ganz herzlich darf ich auch Herrn Wendelin Werner begrüßen, der heute aus Köln zu Gast ist, mit dem Kollegen Matthias Ebert, sitzt hier unten. Herr Werner ist WDR-Hörfunkbetriebsleiter und, darf ich sagen, letzte Amtshandlung, genau, seine letzte Amtshandlung führt ihn ins IRT und das freut mich sehr, weil der WDR ist nicht nur der größte Gesellschafter des IRTs, sondern bei den Hörfunkarbeiten haben wir eine sehr traditionsreiche und lange Zusammenarbeit. Ich denke da ganz weit zurück an Projekte wie DSR und ADR, Astra Digital Radio, Susanne, Hörfunkübertragung über DVB, Mehrkanalton, Digital Radio, Verkehrsinformationssysteme, Thema Metadaten und auch Beitragsaustausch, das heute ein Thema ist. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns zu Gast sind. Herr Werner, den darf ich Ihnen kurz noch vorstellen, ist gelernter Tontechniker, war zunächst von 1975 bis 1980 beim Deutschlandfunk, auch in Köln. Auch in Köln. Mit kurzer Unterbrechung dann in der Automobilwirtschaft, da müssen wir nachher noch mal kurz drüber reden, war er dann ab 82 beim Westdeutschen Rundfunk und fortan für die Produktion und Sendung verschiedenster oder fast aller Hörfunkwellen tätig. 1990 wechselte Herr Werner in die Abteilung Filmbearbeitung bei der Produktionsdirektion und 1996 wurde er freigestellter Vorsitzender des Personalrates. Und das ist auch durchaus für uns als IRT eine wichtige Funktion, denn als Vertreter der Mediengewerkschaft Verdi haben Sie auch an der neuen Altersversorgung sehr intensiv mitgewirkt. In enger Verbindung mit Ihrem ehemaligen Kollegen Tobias Bossert. Ja. Ab 2003 leitete er die Produktionsgruppe Auslandsstudios beim Fernsehen. Er verantwortete die technische Ausstattung von 7 Auslandsstudios, die der WDR koordiniert. Und seit 2006 schließlich sind Sie Hörfunkbetriebsleiter beim Westdeutschen Rundfunk und zugleich Hauptabteilungsleiter Radiobetrieb. Ja, das ist dasselbe. Ja. So, und jetzt freue ich mich sehr, dass Sie da sind und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte einen Applaus für Herrn Werner. Ja, es freut mich, dass Sie sich an dem schönen Nachmittag trotz Sonne für das Thema Beitragsaustauschsysteme erwärmen. Was ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Ergebnis der Arbeit einer Arbeitsgruppe der Hörfunkbetriebsleiter der ARD aus den letzten, ja, so roundabout 2 Jahren. Das Ganze hat die Überschrift zukünftige Beitragsaustauschsysteme Hörfunk und vielleicht hat der eine oder andere gar nichts damit zu tun, da will ich einfach nur einleitend sagen, die Rundfunkanstalten, das wissen Sie, tauschen untereinander Beiträge, aber auch Rohmaterial in doch erheblichem Umfang aus. Das ist auch gut so, weil sonst müsste es jeder selber machen. Aber wenn Sie zum Beispiel einen Beitrag aus einem Auslandsstudio oder dergleichen mehr haben, dann werden Sie das auf ganz vielen unserer 64 in der Bundesrepublik verbreiteten Hörfunkprogrammen eben wieder treffen. Und damit man diese Beiträge oder diese Bestandteile an Programm störungsfrei austauschen kann, hat die ARD entsprechend Systeme dafür entwickelt. Und genau um die geht es. Ich würde Sie gerne zunächst mit dem Ausgangspunkt der Überlegung dieser Arbeitsgruppe vertraut machen. Ich würde Ihnen erläutern, was die Ansatzpunkte unseres Projektes sind, die Projektstruktur erläutern, die bisherigen Ergebnisse vorstellen und Sie ein bisschen darüber informieren, was die weiteren Schritte sind. Der Ausgangspunkt unserer Überlegung ist ein Bild, was diejenigen, die mit Hörfunk vertraut sind, seit langem kennen. Das ist nämlich der ARD-Sternpunkt mit seinen Datenleitungen und seinen VLTs, ZLTs, den Verteilleitungen und den Zuleitungen. Wer mit dem Hörfunk nicht so vertraut wird, den wird das erinnern an das Bild, was man bei Störungen in den 60er und 70er Jahren öfter mal auf dem Fernseher gesehen hat. Das war nämlich auch so ein Stern mit Frankfurt in der Mitte und es stand irgendwie Störung und dann war bei den Fernsehkollegen irgendwas an deren Sternpunkt in Frankfurt ausgefallen. Ich möchte trotzdem, damit Sie einfach sehen, was aus der Vergangenheit die Fragestellungen beim Austausch von Beiträgen war, Ihnen noch mal in Erinnerung rufen, wie es überhaupt zu diesem Sternpunktsystem gekommen ist. Bevor es das nämlich gab, hat jede Rundfunkanstalt
zunächst einmal etwas gehabt, nämlich sogenannte Ortssendeleitung und Ortsempfangsleitung, die allesamt zu einem Rundfunkverstärkeramt der Bundespost führten. Und wenn dann eine Redaktion, ich sage mal beim Bayerischen Rundfunk beispielsweise, einen Beitrag vom Norddeutschen Rundfunk gerne auch senden wollte, dann musste sie zunächst einmal davon erfahren, dass es diesen Beitrag überhaupt gibt. Das war schon gar nicht so einfach, weil man konnte zur damaligen Zeit die Programme auch nicht so ohne weiteres im Süden hören. UKW hat eine begrenzte Reichweite und über Mittelwelle wurde bei weitem nicht alle verbreitet. Es gab kein DVB-S, was wir heute kennen. Es gab kein Internet, über den man einen Stream abhören kann. Sondern man hat wahrscheinlich aus einem Fernschreiben erfahren, dass die Hamburger Redaktion einen Beitrag hatte, den man gerne auch hätte. Und dann ging die Sache los. Man hat dann mit der Redaktion verhandelt, ob der Beitrag verfügbar ist, ob eine Kopie angefertigt werden kann. Dann wurde nach einer Schallaufnahme beim Norddeutschen Rundfunk und einer Schallaufnahme beim Bayerischen Rundfunk gesucht. Und dann hat man die Leitungsdispositionen in Marsch gesetzt. Und die haben bei der Deutschen Bundespost eine Leitung bestellt von Hamburg nach München mit entsprechenden Rahmenbedingungen, zum Beispiel eine 7 Kilohertz Bandbreite analoge Leitung. Und daraufhin wurden in den Verstärkerämtern, ich sage einfach mal Hannover, Bebra, Nürnberg, die Herrschaften der Deutschen Bundespost in Bewegung gesetzt. Und die haben dann diese Leitung hergestellt. Wenn die dann aufgebaut war, diese Leitung, haben die beiden beteiligten Tontechniker zunächst mal Pegeltöne untereinander ausgetauscht. Ich will es jetzt nicht so weit austrappen, aber Sie sehen, dass vor dem ARD-Sternpunktsystem solche Beitragsüberspielungen eine wahnsinnig aufwendige Angelegenheit waren. Die Deutsche Bundespost war dann auch diejenigen, die dieses Sternpunktsystem eigentlich verursacht haben. Die haben nämlich gesagt, Jungs, das ist Schwachsinn, was ihr da treibt. Hört damit bitte auf, wir machen das jetzt alles 5 oder 6 Mal so teuer und jetzt müsst ihr euch was überlegen. Sie haben dafür die Anmietkosten für Dauerleitungen nur mäßig erhöht und klar war, dass die ARD daraufhin auf dieses Dauerleitungssystem umgeschwenkt ist. Man hat es also hingegangen und hat von jeder Rundfunkanstalt, je nach, ich sag mal, Nutzungsintensität dieses Systems, 3, 4, vielleicht auch 5 Leitungen von und nach Frankfurt gespannt. Und in Frankfurt hat man ein Koppelfeld hingesetzt, das diese Leitung miteinander verbunden hat. Und man ist gleich noch einen Schritt weitergegangen und hat auch die Überspielung automatisiert. Und zwar hat man gesagt, damit nicht noch da riesig diskutiert werden muss, sendet sozusagen der Kollege in Hamburg, wenn er den Beitrag auf seiner Maschine liegen hat, einen Dreiton aus, also einen Ton, der sonst nie in der Modulation vorkommt. Das berühmte Dülüt, Dülüt, das kennen Generationen von Tontechnikern. Das war nämlich eine akustische Signalgebung, damit die Maschine in der anderen Rundfunkanstalt automatisiert im Aufnahmebetrieb diese Überspielung dann durchgeführt hat. Ein riesiger Rationalisierungsschritt. Wir hatten dann über wirklich Jahrzehnte diese zentralen Überspieltonträger in den Anstalten, mit denen, ich will mal sagen, aber Hunderttausende von Beiträgen letztendlich überspielt worden sind. Ungefähr um das Jahr 2000 herum hat man dann festgestellt, dass die Redaktionen doch immer mehr dazu übergingen, die Beiträge, die in ihren Systemen häufig schon als Datenfiles vorlagen, nicht mehr zur Überspielung auszuspielen über das Dauerleitungssystem auf ein Tonbandgerät in der anderen Anstalt zu überspielen, damit es dann dort womöglich wieder in ein digitales System eingespielt werden soll. Sondern sie sind hingegangen und haben mal einfach angefangen, die Datenfiles an E-Mails dran zu kleben. Und das wollten die Hörfunkbetriebsleiter nicht. Man hat dann ganz schnell versucht, das einzufangen, weil das natürlich, ich sag mal, Belastungen mit sich gebracht hat, auch Unsicherheiten. Und man ist dann hingegangen und hat damals mit der Firma David ein proprietäres System zur Überspielung von Datenfiles entwickelt, das im Prinzip eine Replikation beinhaltet. Das heißt, man hat gerade beim aktuellen File-Transfer einen zentralen Server, auf den man sozusagen seinen Beitrag aufspielt mit bestimmten Kenndaten und der sorgt dann selbstständig dafür, dass das in jeder Anstalt lokal sozusagen wieder herauskommt. Beide Systeme sind, wie Sie den Daten unschwer entnehmen können, in die Jahre gekommen.
Und der erste Angang war jetzt, für diese technischen Systeme einen Ersatz zu schaffen. Einfach mal zu gucken, wie weit sind wir eigentlich gekommen? Müssen wir nicht was Neues haben? Und diese Suche nach technischen Systemen für eine technische Erneuerung von technischen Einrichtungen, die ist natürlich relativ, da ist man relativ schnell dort gewesen, wo man gesagt hat, naja, möchte man vielleicht das irgendetwas anders machen, wobei das der eine oder andere schon mal gefragt hat, warum brauchen wir eigentlich ein spezielles technisches System, um File zu überspielen, denn weder die Übertragung von Audiodateien noch das Herstellen von Echtzeitverbindungen sind in der heutigen Umwelt ein wirklich technisches Problem. Also Echtzeitverbindungen mit Südamerika zum Beispiel kann meine Tochter jederzeit mit 2 Mausklicks über den Skype-Server herstellen und die ist relativ stabil, ist natürlich nicht im offenen Internet, ist kein Quality of Service, aber schon was anderes als die Rundfunkanstalten erwarten, aber im Prinzip ist es das natürlich. Und wenn ich die entsprechende Bandbreite gesichert zur Verfügung stelle, kann ich über ein solches System natürlich auch durchaus eine Videoüberspielung abwickeln. Und mit Verlaub, ganz viele Korrespondenten tun es auch mittlerweile, denn man sieht die ja allenthalben in der Tagesschau und auf allen Kanälen auch eben aus dem Skype raus. Mindestens, sage ich jetzt mal so, können solche Systeme, die in der Lage sind, IP-Verbindungen aufzubauen, die können eben auch Echtzeitverbindungen mit einer entsprechenden Stabilität und mit einer entsprechenden Bandbreite zur Verfügung stellen. Wir sind dann uns einfach mal einen Schritt zurückgenommen und haben gesagt, Moment mal, was wollen wir eigentlich machen? Wollen wir hier eigentlich Bill Gates Konkurrenz machen und Robocopy nochmal entwickeln? Robocopy ist ein von Windows mitgeliefertes System, was relativ komfortable File-Austausch-Funktionalitäten zur Verfügung stellt. Oder wollen wir nicht einfach mal gucken, was macht eigentlich der Kernprozess mit dem, was wir da tun? Der neue Ansatz ist also die gemeinsame Betrachtung von File-Transfer und Echtzeitverbindungen aus der Sicht des Kernprozesses. Nicht, was ist der Kernprozess? Der Kernprozess ist natürlich die Programmerstellung, also nicht der technische Vorgang, sondern der programminhaltliche. Und da war die erste These, die wir aufgestellt haben, dass diese technischen Prozesse letztendlich Teil von programmlichen Prozessen sind. Was das bedeutet und Sie ein bisschen mit auf diesen Weg zu nehmen, ich denke, die Mehrzahl der hier Anwesenden sind Techniker, sind also gewohnt, technische Probleme zu lösen. Jetzt muss ich Sie ein kleines Stück mitnehmen. Wir wollen nämlich keine technischen Probleme lösen, sondern wir wollen Workflow-Probleme im programmlichen Umfeld